Hallöchen, Freunde, willkommen zum neuen Part von Mario und Rabbids. Ja, heute heißt es wieder Schätzejagd. Wie im Part 59 heißt es heute wieder halt, es gibt wieder ein bisschen Speedy Gonzales. Und ja, also heute machen wir den spukigen Pfad. Heute auch wieder alle Schatztristen müssen heute wieder gesammelt werden. Und ja, wir haben einiges zu tun. Und ich sage wieder mal, ja, 3, 2, 1, los geht's. Warum ich gerade die Pause-Taste gedrückt habe, habe ich keine Ahnung. Aber, ja, hier ist wieder der Zukunftsbandem. Ich erzähle wieder halt hier, wo ich überall langgelaufen bin und was wir alles halt getan haben. Wir laufen jetzt erstmal schön auf die linke Seite. Warum ich das damals nicht gemacht habe, kann ich euch überhaupt nicht beantworten. Aber ihr seht schon wieder hier erstmal, wir haben ja einige Kisten damals gefunden gehabt. Und ich mache es wieder genauso wie bei Part 59. Ich habe wieder ein Video angemacht, um halt zu gucken, wo halt alle Kisten wieder sind. Und ich laufe halt wieder, ja wirklich halt parallel zu dem Video, halt die ganzen Wege wieder ab, damit ihr auch sehen könnt natürlich, wo die ganzen Schatzkisten sind. Und ja, es ist hier in der Welt ein bisschen einfacher, finde ich. Aber auch, es kann schon ziemlich, wie sage ich das? Es ist einerseits etwas einfacher, andererseits ist es aber auch ein bisschen nervig. Also alleine hier schon die ersten Kisten hatte ich alle gefunden gehabt. Da waren ja die verschiedensten Modelle oder auch Waffen, glaube ich, drin gewesen. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich da gemacht hatte. Es hörte sich halt ein bisschen komisch an. Für diejenigen, die das nicht mögen, ja, macht es dann auf stumm am besten oder so. ja, also, wir laufen jetzt, wie gesagt, erstmal hier die ganzen Wege lang. Ich hatte mich, glaube ich, bei dem Video hier ein bisschen besser angestellt als bei dem ersten Versuch, sag ich mal so. Hier zum Beispiel haben wir auch ein Rätsel, was ich nicht verstanden hatte. Das war wieder ein Rätsel, wo du halt wieder was nachbauen musstest. Hat einfach nur gespiegelt. Und da musste ich auch erstmal wieder gucken, hä, was will man eigentlich hier von mir und was muss ich hier eigentlich machen? Aber dann habe ich das dann doch irgendwann gut verstanden und halt auch hingekriegt. Ihr müsst einfach nur wirklich halt das Gebilde, was wir da vorne haben, muss man einfach nur nachbauen und dann geht es schon. Und da habe ich mich jetzt gefragt, warum kommt die Kiste nicht? Wo ist die Kiste? Ich habe das doch nachgebaut. Warum kommt die einfach nicht? So, da habe ich überlegt, da muss ich vielleicht den ein bisschen verschieben oder muss ich da noch was machen? Und dann ist mir aufgefallen, alles klar. Und wieder mal gibt es 20 Powerkugeln. Ich sag's immer wieder, diese Powerkugeln retten euch den Arsch. Je mehr Fähigkeitenpunkte du hast, desto besser ist es auf jeden Fall. Und je mehr du halt hast, desto bessere Fähigkeiten bekommst du ja auch. Und das habe ich jetzt auch im Nachhinein halt immer sehr gut halt, ja, eintragen können oder benutzen können. Ja, und jetzt machen wir uns erstmal weiter auf den Weg. Hier die Kiste ist ja ganz klar, das ist eine Kiste, die man halt durch die roten Ringe wieder bekommen kann. Die roten Münzen, Entschuldigung. Müsste wieder halt Münzen sammeln. Und wir laufen weiter. Hier in der Welt gab es, glaube ich, 56 Kisten, die man sammeln konnte. Wir haben, glaube ich, sehr gut alles finden können. Aber so genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Also, aber keine Sorge, Leute. Also das mit diesen Kistenruns und so weiter wird es jetzt nicht so aufgeben. Weil die erste Welt habe ich auch ein bisschen anders gemacht. Hat ja auch ziemlich lange gedauert zwar, aber es hat ja trotzdem alles gut funktioniert. Und hier diese Kiste. Warum habe ich diese Kiste nicht mitgenommen? Ich habe es nicht verstanden. Die lag offen frei und ich hätte sie mitnehmen können. Und mir fällt es ja jetzt erst auf. Das sind hier alles Rüstungen für die Valkyren. Ist ja geil. Ja, sind beim Nachzocken, oder besser heißt Nachzocken, sondern beim Nachkommentieren und nochmal angucken der Parts, ist es schon irgendwie cool, da sieht man viel mehr Dinge, die man halt übersehen hat. Jetzt kann ich mir auch ein bisschen mehr so den Hintergrund angucken. Ja, hier musste ich kurz warten, bis der YouTuber das halt wieder gemacht hat, also erledigt hatte, seine Aufgaben. Und dann ging es auch schon wieder zurück, oder? Ging es zurück oder musste ich nochmal woanders hin? Ich glaube, hier hatte ich nochmal irgendwas gesehen, was er nochmal zeigen wollte und bin dann halt nochmal zurückgekehrt. Ja gut, ah ja, es ging hier um die Kiste. Die hatte ich ja gemacht. Jetzt ist er ja da runtergesprungen. Ich habe die Münzen nicht eingesammelt. Oh mein Gott, warum sammle ich die Münzen nicht ein? Naja, hier sammle ich die Münzen ein, total bescheuert und schieße mich natürlich weiter nach vorne, weil hier war auch nochmal eine Kiste, dass ihr die nicht verpasst. Und jetzt hatte ich mich nochmal umgeguckt, weil ich glaube, ich hier irgendwo eine Kiste übersehen hatte, oder? Nee, die Kiste hatte ich auch geholt. Ja, ich habe die nicht am Anfang gesehen und dann, aha, da ist die Kiste, alles klar. Wir können weiter. Ja, aber ich hoffe, euch ist es so in Ordnung, wie ich das gemacht habe, weil das ist ja auch mal was sehr Wichtiges, weil man muss ja immer so überlegen, wie man das alles machen kann und wenn es euch natürlich dann halt gefällt, ist es natürlich mir dann auch sehr wichtig. Und hier war ein Weg, den ich auch nicht gegangen bin. Warum bin ich diesen Weg nicht gegangen? So, das ist, darüber ärgere ich mich die Platze, dass ich damals in den Folgen da nicht langgelaufen bin, so. Ja, doch bin ich, glaube ich. Ach, das war ja einfach nur zum Ziel. Ja, gut, okay, da hinten gab es jetzt keine weiteren Sachen mehr.
Was ich auch ein bisschen schade finde, ist halt wirklich, dass du dir sozusagen nicht mal irgendwie ein komplettes Team aus Rebels machen kannst oder halt ein komplettes Team aus Mario-Charakteren. Hatte ich mich auch schon mal ein bisschen aufgeregt, aber naja, gut, es ist halt Mario und Rebels und nicht Mario nur. Oder nur Rebels halt. Jetzt weiß ich gar nicht, war ich hier schon mal richtig gewesen? Ja, war ich auch schon mal. Ja. Doch, ich erinnere mich. Da bin ich lang gelaufen. Diese rote Wand, habe ich mich auch gefragt, warum ist da so eine rote Wand? Kann man die nicht einfach wegmachen? Ich glaube sogar, man könnte die nicht wegmachen. Oder mache ich die jetzt sogar weg? Ah, nee. Die ist da gekommen durch diesen roten Schalter. Glaube ich zumindest. Die konnte man aber auch nicht ausschalten. Auch ein bisschen blöde. Aber na gut. Also ihr habt gesehen, hier kommt man auf jeden Fall weiter. Hier gab es halt auch nochmal eine Schatztruhe, die ich auch nochmal geholt habe. Extra nochmal hingelaufen. Rüberschießen. Und hier hinten gab es halt noch eine Kiste, die man halt nochmal holen konnte. Da ist er. So, wir laufen weiter. Ich muss immer noch da oben zu den anderen Kisten hinkommen. Und da habe ich mich gefragt, wie zur Hölle komme ich da hin? Ich habe es nicht geschnallt. Wirklich, ich habe es nicht geschnallt, wie man da hinkommt. Und eigentlich ist es auch ziemlich einfach. Es ist wirklich sehr, sehr einfach, wie man da hinkommt. Werdet ihr jetzt sehen. Ich muss einfach nur hinlatschen. Wirklich, ich muss einfach nur hinlaufen. Ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefragt, wie zur Hölle komme ich an diese beiden Kisten ran? Werdet ihr auch noch sehen. Ich laufe jetzt erstmal hier an den Brunnen, wo ich den Bug hatte. Hm, schön. Ein schöner Bug. Oder war das die Stelle? Ich glaube, es war die Stelle auf jeden Fall. Oder war die woanders? Ich glaube, die war woanders. Hier zum Beispiel ist auch noch was Schönes. Da kann ich auch wirklich hinschießen. Auch nicht gemacht. Ah, die konnte ich ja gar nicht. Da konnte ich ja nicht hin. Aber wieder mal eine Silbertruhe und es ist eine Tarotkarte. Der Montagmorgen. Und jetzt gucke ich. Ah, nee. Gut, da war, glaube ich, nur eine Abkürzung oder so. Aber hier ist mir nicht der Fehler passiert, wie bei der anderen Welt, also der zweiten Welt, dass ich hier halt irgendwie mir was halt später erst holen musste oder sowas. Nein, hier habe ich ein bisschen schlauer gespielt. Obwohl, kann man sagen, dass ich hier schlauer gespielt habe? ich weiß es gerade selber nicht mehr. Ich glaube aber schon. Oh, oh Mann, die ganzen Prüfungen, wenn ich gerade die ganzen Rabbit-Torts da sehe. oh, das wird ja lustig werden. Macht euch auf jeden Fall schon mal auf lustige Parts gefasst. Es sind Prüfungen dabei, wo ich sage, nee. Der schaurige Hopser, den haben wir auch da bekommen. Sehr gut. Und weiter geht's. Lalalala, laufen, 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 immer durch die Welt. Aber wirklich, ihr habt's echt gut. Ich muss das komplett sehen. Und ihr könnt einfach nur in den Speed-Modus das halt sehen. Mit einer Chipmunk-Stimme, die einfach nur, ja, so klingt. Hallo, ja, was habe ich denn hier jetzt schon wieder gemacht? Hier war zum Beispiel auch ein Weg, den ich... War ich da schon mal? Ja, na klar, war ich da schon mal. Ja, 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 da ist mir eingefallen, ha, ja, da kann ich aber hochlaufen, weil das speichert ja das Spiel. Manche anderen Stellen speichern zum Beispiel, wird nicht gespeichert. War da eine Katze? War da eine Katze? Oder war das ein Vogel? Nee, ist ein Vogel. Ich dachte, es wäre eine Katze gewesen. Aber ich musste da hinten weiter. Da habe ich wieder das Video geguckt und da habe ich gesehen, ah, okay, ja, ich muss da hinten weiter. Da kam ich nicht weiter, weil ja der Schalter unten war. Und da konnte ich dann weitergehen zu der Stelle, wo es dann halt zu den nächsten Truhen kam. Ah ne, war eine Verarsche. ja doch, ja. Jetzt habe ich mich gerade doppelt verarscht, weil ich dachte nämlich auch, dass da noch was anderes war. Aber nein, ich habe mich verarschen lassen. Da musste ich die sogar nehmen. Ich glaube, ich musste die sogar nehmen. Aber jetzt sieht man mal wirklich mal, wie das alles hier aussieht. Und es sieht richtig cool aus. Und da hinten zum Beispiel ist eine Truhe. Da kam ich auch ganz einfach hin, indem ich einfach das wegkloppe. Zack. Und schon kommen wir zu der silbernen Truhe. Und ich glaube, hier war sogar... Ah, der Soundtrack. Jawohl. Eiszapfen-Golem-Musik. Ah, ja. Der Golem aus der zweiten Welt. Das war auch ein cooler Boss irgendwie. Damit habe ich sehr lange dafür gebraucht, um den zu besiegen. Also wenn ich jetzt sagen kann, welcher Boss war mein Favorite, muss ich ehrlich sagen, das ist echt das Phantom. Das Phantom war mein absoluter Favorite. Der war mega klasse, cool gestaltet. Und danach kommt, glaube ich, Bowser. Dann kommt der Eiszapfen-Golem. Und zum Schluss halt der Donkey-Affe. Also der Rabbit-Affe. Ja, der Rabbit-Affe, der war irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Also der war schon irgendwie lustig halt, weil er die ganze Zeit halt den Gegner halt benutzt hat, um sich den Arsch abzuwischen. Aber irgendwie, ja, fand ich die anderen irgendwie cooler. Da war noch einer, da war diese komische Rabbit-Hasen-Tante da, die Wahrsagerin. Ihr könnt ja mal gerne mal schreiben, welcher euer Favorite war. Auch hier einfach ganz normal, einfach eine Kiste, nicht mitgenommen, einfach ignoriert. Hier ist zum Beispiel auch noch gleich irgendwo eine Kiste gewesen. Eine Röhre, wo führte mich die hin? Oh, ziemlich weit abwärts. Ah ja, hier war auch noch so ein rubisches Rätsel, wo auch, glaube ich, einfach nur die Lücke weggemacht werden mussten. Da gab es halt irgendwo auch noch hier den Schalter, den man aktivieren musste. Und dann kam man auch schon wieder weiter. Einfach alle wegkloppen, schön hämmern hier, und da war die Kiste oben.
Also eigentlich Dinge, die man ganz einfach finden konnte. Ohne irgendwie sich jetzt nochmal anzustrengen, man hätte alles finden können. Tada, Kiste. Und wieder Fähigkeiten, Punkte, die ich hätte damals gut gebrauchen können. Zu dem Zeitpunkt hier da, damals, wo ich hier das Level zum ersten Mal gemacht habe. Aber ich habe mich nie umgeguckt, das ist halt das Problem. Ich gucke mich selten um. Was ich damals eigentlich als Kind anders gemacht habe. Ich habe mich damals halt, ich weiß nicht, wie ihr das damals gemacht habt, aber ich habe damals wirklich halt viel mehr mich umgeschaut bei den ganzen Games. Heutzutage renne ich eigentlich nur durch. Ich weiß nicht warum, entweder ist es die Zeit oder ist es halt die, irgendwas anderes, aber naja, wer hat heutzutage noch richtig Bock und Zeit? Das kommt ja auch noch dazu. So, hier war auch wieder die roten Münzen. Ah ja, hier. Ja, die Stelle muss ich kurz erklären. Hier war ich schneller als das Video, was ich mir wieder angeguckt hatte. Und hab dann halt überlegt, okay, ja, was machst du kurz, um zu warten? Deswegen bin ich nochmal hin und her gelaufen. Total bescheuert eigentlich. Ich hätte einfach nur warten müssen. Aber bin dann trotzdem hin und her gelaufen, ohne irgendeinen Grund. Und hab dann einfach mich nochmal hier nochmal umgeschaut, ob ich hier vielleicht irgendwas vergessen hatte oder so. Aber nein, hier zeige ich nochmal die Truhe. Warum auch immer. Und jetzt laufe ich wieder weiter. Nee, was ich noch erzählen wollte, wie gesagt, ja, damals bin ich einfach auch, habe ich viel länger gebraucht für die ganzen Spiele. Ich habe wirklich mir halt Zeit gelassen, habe halt wirklich mich umgeguckt und so weiter. Aber heutzutage, ich weiß nicht, ich renne irgendwie viel mehr durch die Games durch. Was ja eigentlich auch keinen Sinn macht. Weil man sollte ja die Games halt wirklich heutzutage halt, ja, genießen und nicht durchrennen. Aber wer hat schon die Zeit dafür? So, jetzt sind wir wieder genau hier bei meiner Lieblingsstelle gewesen. Und jetzt kommt, glaube ich, die Szene, wo ich ganz einfach die Truhen hole. Ja doch, das ist die Szene. Wieder eine Tarotkarte. Was war das für eine Tarotkarte? Das war das Ende der Welt. Eine goldene Tarotkarte. Ich glaube, ich hatte sogar jetzt alle Tarotkarten. Hier zum Beispiel. Warum habe ich mich da nicht umgeguckt? Das hätte ich da alles holen können. Das schaurige Dorf, das ist das, wo wir gerade langlaufen. Was übelste Vibes an Warcraft 3 gibt, aber das hatte ich ja schon erklärt. Halt, Warcraft 3 kennt, glaube ich, auch jeder. Hier zum Beispiel habe ich auch nie gemacht, das hätte ich alles holen können. Hätte ich das nicht nachzocken müssen. Aber naja, am Ende wird man immer irgendwie schlauer sein. Ich glaube, hier waren auch nochmal irgendwie, auch nochmal Fähigkeitenpunkte. 5 Powerkugeln hätte ich alle gebrauchen können. Hier war auch nochmal eine, was war hier drin? Ah, ein Modell von, ach, dem Zwischenboss. Oh, auch so ein Gegner, den ich einfach gehasst habe. So ein Bullshit-Gegner, das gibt's gar nicht. Wirklich, einfach nur nervig. Habe ich ja auch, glaube ich, 2 oder 3 Anläufe gebraucht, um den zu besiegen. Das war ein Heini. Wirklich, das war wirklich ein Heini. Jetzt, wenn ich mal so überlege, welcher Zwischenboss war für mich der schlimmste, auf jeden Fall er. Der El Caravara, oder wie der hieß. Da war, ja, die anderen waren irgendwie einfacher. Also die Piranha-Pflanze war ziemlich einfach. War aber auch cool, muss ich echt sagen. Die fand ich echt nice. Die beiden Elementartypen waren auch ziemlich cool. Da hinten hast du eine Truhe vergessen, Sven, dann musst du später nochmal holen. Ja, fand ich noch ziemlich cool. Ja, dieses Laufen und hin und her kann ich halt ein bisschen nutzen, gerade um so meine Gedanken mal durchzugeben. Und, ja, was fand ich noch ziemlich cool? Also diese beiden Avatare da, die waren ziemlich cool, die mit den Elementen so ein bisschen gespielt haben. Die fand ich echt nice. Auch eine Truhe, die ich hätte holen können, aber nicht gemacht habe. Schauriges Gefecht, okay. Ja, hier ist auch wieder die geheime Welt. Machen wir gleich im nächsten Part, kann ich euch schon mal so viel sagen, dass ich die auch ziemlich gut geschafft habe. War sehr einfach. Wird auf jeden Fall auch noch gemacht. Ja, was kann man noch sagen? Welchen Bowser Jr. fand ich echt cool. Aber der hat sich auch, der war auch ziemlich fies eigentlich. Hat man aber noch gut hingekriegt. Und was gab es noch für Gegner? Also die schlimmsten sind immer noch die Grobianer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, warum ich das nur weggemacht habe, habe ich nicht so ganz verstanden. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Und ihr habt schon gesehen, was man da machen musste. Das fällt mir erst ganz spät ein. Das ist übelst bekloppt, dass ich das nicht hingekriegt habe. Du musst einfach nur den Weg an dem Ding vorbeilaufen und dann kriegst du das Ding schon. Habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gemacht, weil ich mal wieder irgendwie besoffen war. Keine Ahnung. Man hat es eigentlich gesehen und ich mach's einfach nicht. Aber wie heißt es so schön? Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ist einfach so. So, jetzt bewege ich das Ding nochmal. Und warum hole ich jetzt das Ding da hinten nicht? Ich glaube, das mache ich später oder so. Oder ich mache das. Habe ich das in der nächsten Aufnahme erst gemacht? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, das habe ich in der nächsten Aufnahme gemacht. Aber auf jeden Fall. Doch, müsste ich es eigentlich jetzt geholt haben.
Aber wenn ich das nicht gemacht habe, dann, ja, Tatsache. Ich hab's nicht gemacht. Oder check ich das irgendwann, dass ich das hätte holen können? Ah, jetzt hat ihm wieder der Glitch angefangen. Ja. Das habe ich mich immer gefragt, warum man einfach, warum dieser Glitch einfach da reingekommen ist. Ah ja, hier habe ich jetzt nachgeguckt. Da kam jetzt die Stelle in dem Video und da bin ich dann hingelaufen und habe mir das dann auch gemacht. Hab mir natürlich nur die Katze geärgert. Passt auf, zack, schon, kann man hinlaufen. Und wieder mal eine Silberkiste. Der schaurige Sumpf. Der sieht auch echt schaurig aus, muss ich sagen. Also der gefällt mir echt. Also vom Charakter, nicht der Charakterdesign, sondern vom Design her und so weiter, hat das Spiel wirklich halt eine 10 von 10 bekommen. Seht ihr hier? Das ist total bescheuert, dass halt wirklich hier in der dritten Welt dieser Glitch gekommen ist. Und das Schlimme ist auch einfach, es wird nichts mehr nachgepatcht. Diesen Glitch hast du drin. Und ich glaube, der ist halt wirklich durch diese ganzen Updates gekommen. Weil in der Vorversion gab es diesen Glitch halt nicht. Der ist halt irgendwann halt wirklich durch ein Update dazugekommen. Und das hast du wirklich halt nur in der dritten Welt. Und wenn du weiterläufst, hast du diesen Glitch halt auch in der Oberwelt. Ist ein bisschen ärgerlich, aber naja, gut, was willst du machen? Das haben sie jetzt. Das hast du jetzt im Game drin. Und irgendwas ändern kannst du daran auch nicht. Warum laufe ich jetzt nochmal zurück? Achso, weil ich nicht die Röhre genommen habe, die im Video war. Okay, gut. Ja, ich bin halt wirklich strikt nach diesem Videoplan gegangen, wie der halt läuft. Und ich wollte halt nichts übersehen. Wenn ich irgendwas übersehen hätte, ey, ich wäre so sauer gewesen. Und da war noch eine Truhe, die war auch... Weißt du, so eine Truhe nehme ich mit, aber andere Truhen, die auch offensichtlich waren, lasse ich einfach stehen. Ach ja, das Rätsel. Also das ist das Labyrinth mit dieser riesengroßen Tobsuchtpflanze da. Das hatte ich geholt. Also ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr sowas halt nachspricht oder wenn ihr aufnimmt oder sowas, müsst ihr unbedingt vorher was essen. Weil ich merke gerade, entweder habe ich gerade keine Spucke mehr oder ich habe dringend Hunger. Eins von beiden. Ich glaube eher, das ist immer das zweite, was ich mal immer Hunger habe. Aber auch hier zum Beispiel auch wieder ein Glitch, dass einfach die Fläche halt unsichtbar wird. Naja, ich sag mal so, es passt ja auch so ein bisschen, weil es ja eine Geisterwelt ist. Und auf einmal wird es irgendwas unsichtbar. Es passt schon sehr gut, finde ich. So, hier hatte ich mich, glaube ich, auch gefragt, was macht denn der Typ jetzt? Wie läuft der weiter? Wie muss ich anders laufen? So, und wir laufen weiter, wir laufen weiter, wir laufen weiter. Tralalalalalalalala. So, also wir laufen jetzt ganz normal weiter und gucken uns um. Und hier war jetzt auch dieser eine Weg, den ich einfach nur weiterlaufen musste, aber das war ja auch alles erledigt gewesen. Und ja, was wollte ich gerade noch sagen? Ich hab's vergessen. Scheiße. Ah ja, hier oben waren auch nochmal zwei einfache Truhen, die ich einfach hin mitnehmen konnte. Das hatten wir hier gehabt. Schaurige Walküren. Ach, die Walküren. Ja, die waren auch lustig. Auch wieder Powerkugeln. Auch wieder 5 Stück einfach liegen lassen. Hätte ich mitnehmen können, aber nein, habe ich nicht gemacht. Naja. Das gleiche Problem wie immer eigentlich. Hätte ich alles machen können. Was waren hier nochmal? Ach, okay. Da ist eine Kanone. Was war die Kanone nochmal? Achso, ja. Ja, okay. Hatte ich auch alles geholt. Also was ich ja noch sagen wollte, ist halt so, diese ganzen Glitches und so weiter passen ja auch ein bisschen zu der Welt eigentlich, muss man sagen, weil es ist eine Geisterwelt und auf einmal taucht irgendwo ein riesengroßer Felsen auf. Ist schon irgendwie lustig, muss man sagen. Auch wieder schaurige Walküren, zack, und schon hatten wir den Weg geöffnet. Das war einfach nur eine Abkürzung, damit man halt ein bisschen weiterkommen kann. Aber eine Sache muss ich auch sagen, diese ganzen Abkürzungen sind irgendwie total unnötig. Ich glaube, ich habe euch auch schon mal irgendwo anders erzählt, aber ja, die sind einfach nur unnötig. Braucht man einfach nicht. So, hier, die Truhe hatte ich geholt. Jetzt kommt der Glitch wieder mit diesem riesengroßen Felsen, der einfach so spawnt. Warum auch immer. Guckt ihr das an? Der spawnt hier gleich irgendwo rum und dann wundert sich auch. Ja, hier siehst du zum Beispiel hier. Einfach so vor der Kamera. Und naja, das ist halt das Problem. Man kann das halt nicht wegpatchen. Das haben die nicht weg rausgepatcht. Das ist halt echt ärgerlich. Und es nervt auch ein bisschen, wenn der überall auf einmal hinkommt. Hattet ihr ja auch in dem Part gesehen, wo ich ja hier auch war und mit dem Lichträtsel zu tun hatte. Aber ich finde, das zerstört halt so ein bisschen was so. Das darf halt nicht sein. So, hier hatte ich die Truhe auch geholt, die Kiste. War eine Truhe, die etwas einfach versteckt war. Guck mal, hier dieser ganze Felsen, der taucht die ganze Zeit auf. Da, so,
und steckt sich natürlich immer genau halt vor die Kamera. Und diesen Bug hatte ich dann, glaube ich, auch am Ende der Welt gehabt, wo ich dann weitergespielt habe. Wollte ich dann auch noch versuchen, irgendwie weiterzumachen. Oh Gott, diese Stelle hier. Macht euch auf was gefasst hier. Das wird auf jeden Fall hier etwas werden. Das wird keinen Spaß machen. Das wird überhaupt keinen Spaß machen. So, jetzt fehlten natürlich nur noch einige Truhen. Es waren nicht mehr so viele Truhen, die ich jetzt noch holen musste. Die nächsten Truhen findet man ja auf jeden Fall auch in der Dingswelt. Also in der Geheimwelt. Oh, guck mal die beiden. Oh, toll. Süß. Die beiden haben sich einfach hingesetzt. Ja, hier die Stelle einfach. Das ist... Dieser Fehler die ganze Zeit mit dem Berg. Nee. Schlimme Erinnerung. Und ich glaube, wir müssten gleich am Ende sein. Dann hatte ich, glaube ich, alle Truhen soweit gefunden. Außer die natürlich halt, die in der Geheimwelt noch sind. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt 100% hier hatte. Ich glaube, mir fehlte doch noch irgendwo eine Truhe oder so. Obwohl ich hier langgelaufen bin und alles halt gesammelt habe. Aber ich glaube, irgendwo fehlte mir eine. Bin mir jetzt aber auch gerade nicht sicher. So, hier war noch ein Modell. Der schaurige Verteidiger. Bin ich da? Ja, da bin ich reingelaufen. Und dann konnte ich mich aber, glaube ich, nicht mehr zurückschießen, oder? Doch, konnte ich noch. Aber ich glaube, das war auch dann erstmal alles. Mehr Truhen hatte ich, glaube ich, nicht gefunden. Ich glaube, das war die letzte Truhe, die wir holen mussten. Und jetzt mache ich mich schon auf den Weg zur Geheimwelt. Weil von den Truhen hatte ich alles. Und jetzt geht es halt nur noch los, um zur Geheimwelt zu kommen, damit ich halt im nächsten Part da alles halt machen konnte. Oder machen kann, besser gesagt. Für euch ist es ja noch machen kann, für mich ist es machen konnte. Und ja, dann würde ich erstmal wieder sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Heute war es noch nicht so lustig wie bei dem anderen Part, glaube ich. Und ja, also, jetzt fehlt halt nur noch dann noch die letzte Welt. Die vierte Welt, die Lavagrube. Da bin ich sehr gespannt, ob ich das auch alles so gut hinkriege. Habe ich zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht gemacht. Muss ich auf jeden Fall noch machen. Aber wie gesagt, wir nähern uns den 100%. Fast den 100%, würde ich mal sagen, weil die Prüfungen liefen alle sehr gut. Kann ich euch schon mal sagen. Da habe ich sehr viel geschafft. Und die anderen Sachen, ja, liefen auch gar nicht mal so schlecht. Also Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Mario und Rabbids. Danke fürs dabei sein. Und ja, dann werden wir auf jeden Fall im nächsten Part dann halt die nächsten Sachen alle rocken. Und wir sehen uns dann halt im nächsten Part, wa? Also dann, Leute, haut da rein, macht's gut, bis dahin, habt einen schönen Tag. Bleibt gesund und genießt auf jeden Fall das noch etwas schöne Wetter. Und wir sehen uns dann halt beim nächsten Mal hier auf dem Kanal. Tschüss!